Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Pile-Up-Spot zeigen auf der Karte Mauer der Toten bei Cold War Zombies. Als allererstes braucht ihr die Sai-Nahkampfwaffe und als zweites würde ich euch empfehlen, die Wunderwaffe mitzunehmen, weil sie halt extrem viel Damage macht. Wenn ihr dann alles habt, dann geht auf die Ostberliner Straße, Leute, auf diesen Polizeiwagen und ihr müsst jetzt mit der Sai Anlauf nehmen und hier auf diese Plattform springen. Wenn ihr das richtig macht, bleibt ihr hier kurz hängen, dann könnt ihr doch mal hochspringen und ihr seid hier oben. Jetzt ist es ganz wichtig, Leute, ihr dürft die Tür bzw. die Barrikade rechts von euch hinterm Packer Punch nicht aufkaufen, weil wenn ihr die aufkauft, dann kommen die Zombies auch von hinten. Ansonsten kommen die hier alle von vorne, Leute. Ihr könnt auch die Giftpflanze benutzen oder den Feuerring, wie es euch passt und so easy in Highround spielen, Leute. Das war's dann auch heute mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.